Willkommen zur mysteriösen Folge 666 von Let's Play Skyrim Legend Edition. Eigentlich nichts anderes außer so eine Schnapszahl. Die habe ich eigentlich noch nie so wirklich viel gefeiert in meinen Let's Plays. Klar, sind tolle Zahlen, aber die sind an sich nichts Besonderes. So. Trotzdem glaube ich, dass es hier ein Endkampfraum ist. Okay. Bitte verschwinde. Ja, hat geklappt. Danke. Manchmal kann man auch, können die auch nett sein, das finde ich gut. Also was traurig wäre, wenn das am Ende doch kein Endkampfraum wäre. Ich habe sogar die Befürchtung, es ist so. Okay. Wenn du es so willst. So. Ja, da muss ich mit dem Bogen wahrscheinlich drauf erstmal. Leute. So. Manchmal kann das Treffen allerdings mit so einem Bogen auch schwieriger sein. So. Und diese Sprintangriffe, die sind so gefährlich von dem. Wow, unsere Gegenattacken sind natürlich eher weniger gefährlich. Ist es ganz klar. So, und wann kommt hier jetzt mal endlich der Endgegner? Weil ich irgendwie, also der ist ja schon ein bisschen härter, der Dungeon, ne? Ich das Gefühl habe, dass der Endgegner auch wirklich doch nicht unranzig ist. Nein! Das kann's nicht sein, oder? Das war jetzt schlimm. Eieieiei. Ha! Jetzt weiß die Spinne auch nicht, was sie tun soll, ne? Getrollt! Ich wollte nur meine Ausdauer aufstärken. Getrollt! 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 Das ist ein bisschen lustig. Da merkt man, dass die KI manchmal doch eher nicht so schlau ist. Getrollt! Okay, jetzt kann es eigentlich ausreichen mit der Ausdauer. Ah, drauf! So, und nochmal. So. Das reicht. Oh, wieder ein Lebenspunkt aufgestiegen. Das ist natürlich nicht schlecht, meine Damen und Herren. Deren Minder oder weniger geschätzten Unterhaltung hier. So. So eine Truhe. Okay. So, es geht weiter. Es war also doch kein epischer Endboss-Raum.
Macht sich Zeugen denken, aber trotzdem, Alter, der sieht sowieso aus wie so ein epischer Endbossraum, so ein blauen Licht. Blaue Licht sind immer gut, denn was können sie? Sie leuchten blau. Also macht das Spiel gerade wieder einen auf Mass Effect. Unterschiedliche Lösungswege. Oben oder unten lang. Leider, Leute, Enderal, was haut ihr raus wieder mal? Was geht denn mit euch? So. Da ist wieder so ein Bimbo. Ich muss erstmal die Lage checken, wie es mit den normalen Gegnern hier ist. Da ist eine Kugel gewesen, habe ich gerade gesehen. Sonst sieht es relativ gechillt aus. Ja. Sonst sieht es relativ ruhig aus. Okay. Oh! Hä? Hallo? Hier oben bin ich. Schaffst du es nicht da hoch? Oder was ist mit dir? Hä? Hallo? 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 Da. Bist du komplett bedeppert? Muss ich dich jetzt komplett mit Bogen machen? Oder wie ist das? Es ist unfassbar. Ich muss dich komplett mit Bogen machen. So. Per Suisse. Sweet 360 Headshot. Woo. Gut. Das war peinlich. Also nicht von mir, sondern von dem Gegner. Ja, hier haben wir mal wieder den vermeintlich stärksten Gegner, der aber eigentlich eher schwach ist. So, ein Headshot. Ja, der war nix. Der war auch nix. So, das geht doch schon besser, oder? Ja, meine ich doch wohl, Mai. Könntest du bitte angreifen? Ich möchte einen halbwegs fairen Kampf. Okay, das nehme ich auch so, aber... Gut. Gut, danke, wenn du noch ein bisschen hörst. Danke, perfekt. Das war nett von dir. Danke, hast du gemacht. Ja, habe ich jetzt eher nicht so verstanden, was der hier getan hat. Da frage ich mich, muss das sein? Ach du Scheiße, das sieht alles so gut aus und alles sieht nach Endboss aus. Warte mal, das ist doch dieser Kompass oder so aus Skyrim. Das sieht so übertrieben geil hier drin aus. Alter. Der Generator. Na, aber es ist irgendwie dieser eine dädrischen Artefakte gewesen, dieser Kompass, glaube ich, oder?
Ich muss übrigens sagen, dass das, also trotz der Unausgeglichenheit, wie ich sie immer noch finde, ein wenig. Okay. Dass einer der besten Dungeons ist. Wenn nicht sogar der beste. Und dich dahin, bist du ein Endgegner? Ich meine, wir kennen ja deine Freunde. Die sind ja auch eher nicht so stark. Habe ich dir einen Schaden gemacht? Ah. Das könnte der Endgegner sein. Wenn ich es richtig denke mal. Der wäre jetzt nicht so stark. Ich meine, ich mach den mit einer Hand, die andere habe ich an meinem Kinn. Ja. Gut. Da kann man schon mal überlegen. Das ist ein Zauberer, Saphire, Schlüssel des Agnot-Mechanisten, ein Skarrakhelm, den habe ich schon. Ja, gut. Also, habe ich gesagt, das war... Ja, eher enttäuschend. Okay, hier ist es ein Hebel. Was macht dieser Hebel? Das ist eine Spalte. Huch! Wo sind wir hier? Gletscherspalt? Hm? Oh, ein Skelett. Okay. Jetzt habe ich den ganzen Dungeon überlebt und hier sind Spinnen. Ich glaube, das ist der Notausgang, sage ich jetzt einfach mal. Das ist nichts Interessantes, wie ich jetzt mal einfach gerade sage. Das ist wahrscheinlich irgendwie der Hintereingang. Wenn man Meister gewesen wäre, hätte man da direkt rein können, ohne das alles hier zu machen. Vielleicht. Ich betätige den Hebel von diesem Fahrstuhl mal und hoffe, dass da keine Fahrstuhlmusik kommt. Und hoffe, dass da keine Fahrstuhlmusik kommt. Ah. Gut. So, danke. So, dich kriege ich jetzt auch noch. Das wird wahrscheinlich eher weniger das Problem sein. Hallo. Ihr macht mich ein bisschen aggressiv, das wisst ihr, ne? Also ehrlich, was ist das denn jetzt gewesen? Meine Güte. Ne, was ich sagen muss, also die Balance von diesem Dungeon ist halt nicht gut, weil sie irgendwie komisch ist. Zum einen sind diese durchschnittlichen Gegner, diese auf Rollen, auf der einen Seite zu stark, auf der anderen Seite, ja. Auf der anderen Seite ist halt einfach der Endgegner oder diese vermeintlichen Mittelendgegner, wie ich sie jetzt mal so nenne,
Viel zu schwach? Was ist das? Was ist das? Ja, ja. Aber da unten werkelt sie immer noch, die Frau. Wir müssen jetzt irgendwie immer noch den Fahrstuhl fahren. Nein, damit komme ich in die falsche Richtung. Schade. Das war nicht richtig. So fahre ich runter. So. So. Nein, deswegen habe ich extra gespeichert. Warte. Ich kann hier gar nicht weiter runter. Das ist in der Tat, geht es da nicht weiter runter. Ich muss also den Fahrstuhl nehmen. Aber hier ist kein Schalter. Ich kann auch einfach springen. Oh oh. Ich hätte es auch einfach versuchen können zu springen, aber das war wohl nicht erfolgreich. Gibt es da irgendwas? Warte mal, irgendwie muss man doch runterkommen. So, nee, das ist falsch. Falsch. Das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Okay, alle zeigen nach oben. Wie kommt man da runter? Also so ohne zu sterben. Gut. Das wollte ich nicht mal. Ich kann's versuchen, aber das wird doch niemals die richtige Machweise sein, hier so komisch zu springen, oder? Obwohl, was ist das denn? Nee, das ist auch gar nichts eher. Da unten ist auch nichts. Wenn man das irgendwie so macht und dann hier und dann springt man hier drauf. Geht hier an den Wänden entlang hier runter. Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ja, es passiert eher nichts. Wir reden einfach mal mit der Frau, mit Pantia. Der Fahrstuhl kommt runter, das ist gut. Passt. Hattet ihr nicht gesagt, ihr wollt die Verteidigung deaktivieren? Auf mich hat es einen ziemlich aktiven Eindruck gemacht. Dieses Ding ist ja kolossal. Irgendeine Idee, warum genau es abgestürzt ist? Gut, nein. Er hatte den nicht gesagt, ihr wolltet die deaktivieren, aber das war ja erst in den Wörtern. Tschüss!